Hallo und willkommen in Henners Schmiede. Ja, in diesem Video rüsten wir wieder ein Fahrzeug um. Und zwar von diesem funseligen Halogenbirnen auf LED. Und zwar auf die neuen Philips ProUltinon 6000 Boost LED Leuchten. Ja, und warum tun wir das? Oder warum tue ich das? Ganz einfach. Es geht um eure und um meine Sicherheit und um den Fahrkomfort. Die LED Leuchtmittel von Philips. Die sind umweltfreundlicher als normale Halogenbirnen, weil sie eine wesentlich längere Lebensdauer haben. Und durch ihre überragende Helligkeit von bis zu 300% mehr Lichtausbeute als eine normale Halogenbirne, erhöhen sie nicht nur die Sicherheit dahingehend, dass es einfach das Licht heller ist. Nein, man sieht auch weiter, die Straße wird einfach viel besser mit den LED-Scheinwerfern ausgeleuchtet. Die Ultinon Pro 6000 HL Boost, das Nachfolgermodell, hat ein noch kompakteres Design und dadurch passt diese neue Philips LED-Birne auch in viel mehr Fahrzeugmodelle als bisher. Und in welche Modelle die LED-Scheinwerfer bzw. die LED-Leuchtmittel eingebaut werden können, das seht ihr bei Philips auf der Seite. Da mache ich einen Link in die Beschreibung. Und auf der Seite von Philips habe ich sogar gesehen, dass die bis zu 5 Jahre Garantie drauf geben auf ihre Leuchtmittel. Und ich bin von dem Produkt dann so begeistert, dass ich all meine Fahrzeuge schon auf LED umgerüstet habe und sogar meinen Rasenmähertraktor. Und jetzt nehme ich euch mit und wir bauen das Ganze jetzt in den T4 ein. Damit wir natürlich auch was sehen in dem Motorraum, ist ja klar, ist ja eine gewisse Dunkelheit hier vorhanden. Da gibt es von Philips die schöne Motorraumleuchte. Die klappen wir einfach auseinander. Können die dann dementsprechend, weil man auch die Füße drehen kann, einhaken. Ist natürlich auch ein Akku drin verbaut, ja, damit man nicht immer so viel Kabellage hat. Ja, und das kann man sich jetzt schön passend drehen, sodass man dann hier den Motorraum ausgeleuchtet hat. Und nun können wir ordentlich arbeiten. Wir fangen mal mit dieser Seite hier an. Hier haben wir auch keine Abdeckung über der Batterie. Hier seht ihr bei dem Scheinwerfer diese Kunststoffabdeckung. Ich mache das mal auf. Könnt ihr das dann vielleicht besser erkennen? Das ist der Deckel hier. Den drehen wir ab und dahinter befindet sich dann sogleich die alte H7 Halogenbirne. Da könnt ihr die Kabel schon erkennen. Die nehmen wir jetzt raus. Da ist auch dann so ein Bajonettverschluss dann drauf, um die dann entnehmen zu können. Ich gucke mal, ob ich näher ranzoomen kann. Das heißt, wir lösen hier diese Klammern. Die halten die Birne fest. So, ich habe mal ein wenig Platz geschaffen. Wie gesagt, ihr seht die Klammer hier. Und hier ist der Stecker für die H4 Birnen. Den Stecker ziehen wir jetzt erst einmal ab. Ein bisschen hin und her bewegen, bis wir den runter haben. Warum 3 Anschlusspole? Die H4 Birne ist ein Abblendlicht und ein Fernlicht in einer Birne drin. Das heißt, wir haben einmal hier den Masseanschluss und dann haben wir dementsprechend die Plusleitung einmal für Abblendlicht und einmal für Fernlicht. Den Stecker legen wir uns erstmal ein bisschen nach unten. Jetzt haben wir hier diese Metallklammer. Die Metallklammer draufdrücken, an der Seite rausheben, auch nach unten legen. Und schon können wir die alte Halogenbirne entnehmen. So, nächsten Schritt. Wir brauchen ja jetzt die LEDs. Machen wir Einbauanleitung und anpacken gleich in einem.
Das ist die neue H4 Boost LED. Die hat ja auch hier den gleichen Sockel wie die normale H4 Birne. Die wird also auch so eingesetzt. Man kann auch hier hergehen, wenn die Einbau nicht so viel Platz hat, auch so auseinandernehmen. Zum Beispiel, wenn man die in ein Fahrzeug einsetzt, wo hier gleich so eine Gummidichtung ist, kann man das dann abnehmen, alles einsetzen, die Gummidichtung drauf und dann durch den Halter durch, verdrehen und fest. Wie ich ja vorhin schon erwähnte, wir müssen ja den Ring runternehmen, ja, weil, wie ihr seht, diese Metallklammer hier, die geht dann über den Ventilator, der hier hinten an der LED dran sitzt, ja nicht drüber hinweg. Das heißt, wir gehen in dem Falle her, nehmen den Ring ab, ja, ganz normal, nehmen den Ring ab von dem, wie ich es erklärt hatte, setzen den jetzt hier ein, so. Ja. Jetzt können wir die Metallklammer zumachen. So sitzt der Ring jetzt drin. Und nun können wir die LED auf diesen Ring aufsetzen. Drehen. Und schon ist die Birne verbaut. Beziehungsweise LED. Im nächsten Schritt brauchen wir jetzt nur noch den Stecker mit dem passenden Stecker verbinden. Jetzt werdet ihr gleich nicht sehen, weil ich muss mit zwei Händen nur mal halt da rein. Da geht kein Weg dran vorbei. So sieht das Ganze dann aus. Und das packen wir jetzt an der Seite in dem Scheinwerfer, ja, dahin, wo es am wenigsten stört. Bevor wir noch den Deckel drauf machen, werden wir hier die Standlichtbirne ebenfalls wechseln. Dazu einfach die Fassung rausziehen und die Birne tauschen. So sieht das Ganze nun aus. Hier an der Seite haben wir den Stecker versteckt in dem Gehäuse. Da haben wir die Standlichtbirne getauscht. Ja, und jetzt können wir im Grunde genommen den Deckel wieder aufsetzen. Und damit ist der Einbau auf der Beifahrerseite erledigt. Aber wie man schon erkennen kann, selbst bei Tageslicht schon, könnt ihr eindeutig sehen, dass auf der linken Seite der Scheinwerfer wesentlich heller ist wie auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine viel bessere Lichtausbeute als wie mit den normalen Halogenbirnen. Also die LED finde ich persönlich, das ist schon eine feine Sache. Nun machen wir das Ganze auf der Fahrerseite. Das heißt, wir lösen die Verriegelung von der Abdeckkappe, nehmen hier oben den Bodenzug von der Haubenentriegelung raus. Dann habe ich hier noch die Leitung, um mal die Batterie aufladen zu können, leichter aufladen zu können. Das führen wir auch hier durch. Auch hier haben wir ganz normal die Kappe und machen das jetzt, wie gesagt, auf der Fahrerseite genauso wie auf der Beifahrerseite.
Nun ist der Einbau abgeschlossen. Wir sind also fertig. Wir haben jetzt die Standlichtbirnen und die Halogenbirnen getauscht. Die Halogen gegen die H4 gegen die LED von Philips. Und auf der Verpackung seht ihr drauf einen sogenannten QR-Code. Auf diesem QR-Code könnt ihr dann euch die Kompatibilitätsliste anzeigen lassen, von wo alle Fahrzeuge drin notiert sind, für die Philips eine legale Zulassung für den Straßenverkehr hat. Das habe ich dann mal gemacht. Ich habe diesen QR-Code gescannt, bin in die Liste reingegangen und habe dann so weit gescrollt, bis ich bei Volkswagen angekommen bin. Habe mir dort dann angeschaut T4. Der wurde aufgeführt und auch der Scheinwerfer. So, wie könnt ihr jetzt feststellen, ob ihr den passenden Scheinwerfer drin habt? Ihr müsst also nicht unbedingt das Produkt kaufen. Ihr könnt auch bei Philips einfach auf die Seite gehen. In der Beschreibung werde ich euch einen Link einfügen, wie ihr in diese Liste kommt. Ja? Und dann könnt ihr im Vorfeld schon mal schauen, ist denn mein Fahrzeug aufgeführt und ist mein Scheinwerfer aufgeführt? Wie stelle ich denn fest, welchen Scheinwerfer ich habe? So, dann nehme ich euch gerade mal mit. Moment. Und zwar ist auf dem Scheinwerfer immer eine sogenannte Bezeichnung, auch eine E-Nummer. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier steht E9. Und darunter haben wir die Zahlenkombination 5082. Diese Bezeichnung bzw. diese Zulassungsnummer des Scheinwerfers finde ich auch beim T4 in der Kompatibilitätsliste. Das ist sogar noch nicht mal der originale, sondern ein Valeo-Scheinwerfer. Auch dieser Valeo-Scheinwerfer hat die Zulassung, damit man ganz legal die H4-LED-Birnen mitfahren darf. Aber wie gesagt, achtet drauf, schaut auf eurem Scheinwerfer, welche E-Nummer drauf ist und schaut in der Liste, ob diese E-Nummer auch angegeben ist. Und wenn das der Fall sein sollte, dann dürft ihr ganz normal, legal die neuen H4 LED Boost von Philips fahren. Wie ihr vorhin schon erwähnt, könnt ihr entweder über den QR-Code auf der Verpackung mit dem Handy euch die Seite von Philips aufrufen oder ihr macht das Ganze an eurem PC. Ja, ich habe also wie gesagt hier einfach eingegeben philips.de, bin auf den ihrer Seite, Automobil, Philips Lampen mit Straßenverkehr in Europa oder beziehungsweise LED mit Straßenzulassung. Da gehen wir mal hin. Und da sehen wir auch schon die neuen Philips Ultinon Pro 6000 Boost. Hier gibt es also diese verschiedenen Modelle zu kaufen. Und in der Kompatibilitätsliste, da sehen wir dann die verschiedenen Fahrzeugmodelle. Und da sucht ihr dann euer Fahrzeug aus. In dem Fall haben wir ja die Scheinwerfer eingebaut in einen T4, beziehungsweise nicht die Scheinwerfer, sondern die LEDs. Ja, und dann scrollen wir jetzt runter, bis wir bei Volkswagen angekommen sind. Renault, Triumph, Volkswagen. Und hier haben wir auch schon, wie ihr sehen könnt, die T4 Transporter, Multivan, California und Caravelle Modelle. Ja, können das Ganze natürlich auch noch ein wenig größer machen. Ihr könnt das also sehen. Dann gibt es hier die verschiedenen Typen, die verschiedensten Modelle. Hier haben wir dann die Kategorie Baujahre und hier haben wir dann die Genehmigungsnummer des Scheinwerfers. Und wie ich euch im Video gezeigt habe, haben wir hier die Nummer auf unserem Scheinwerfer stehen. E9 50 82. Das heißt, diese LEDs sind H4 LED Boost für diesen Scheinwerfer zugelassen. Wir haben auch hier hinten dann keine weiteren Einschränkungen. Ja, bei den folgenden Modellen mit dementsprechendem Kaltlichtüberwachung bzw. Wird auch geguckt nach einem CAN-Bus-Adapter. Wird dann hier unten zum Beispiel aufgeführt, ne, spezielle Einbauanweisungen beachten bei diesen Modellen.
Das haben wir natürlich hier bei dem T4 nicht. Somit brauchen wir nur die Glühbirnen, wie ich euch gezeigt habe, einbauen, die LEDs und das war's. Wir sind hier nun fertig jetzt mit dem Einbau. Ich fand, das war recht einfach, die normalen Halogenbirnen gegen die neuen Philips H4 LED Boost zu verbauen, zu tauschen. Wenn euch mein Video gefallen hat, ne, dann hinterlasst ein Like, vielen Dank. Ja, und abonniert meinen Kanal, denn es gibt ja immer was zu reparieren oder nachzurüsten. Bis bald in Hennaus Schmiede.